Und frei sind wir. So, damit herzlich willkommen und seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Ekladurm zum wahrscheinlich letzten Part von Lego Jurassic Park. Dem ersten Teil, vier Teile sind in diesem Spiel inbegriffen. Den ersten haben wir wahrscheinlich in diesem Level abgeschlossen. Gut. Jetzt haben wir nur eine Aufgabe, nicht von den Dinos gefressen zu werden und zu überleben. Das dürfte nicht allzu schwer sein. Ach so, da muss ich mal zu Timmy wechseln. Den Timmy kennen wir aus dem letzten Part. Die Lieben. Der ist natürlich auch heute wieder mit dabei. Und auch Lex. Die weibliche Vertreterin hier von den Kiddies. Ja, Timmy. Mach keinen Scheiß. Jetzt brauche ich mal Madame Ellie Sattler. Ach so, hier drauf soll ich. Hier runter. Und doch in eine andere Richtung. Oh, Kacke. Na toll. Woher wusste ich, dass sowas passieren wird? Der T-Rex. Oh, ich bin der T-Rex. Ich kämpfe als T-Rex. Quicktime Event. Ich bin ein Fan von Quicktime Events. Schnell raus hier. Da geht's nicht raus, das ist eine Sackgasse. Kann ich das mal freischalten hier? Da kann ich doch drauf schießen, oder? Ne, kann ich nicht. Was, komm mit! Komm mit, Ellie! Ellie! Hier lang! Geballte Frauenpower! Komm mit! Zwei Blondinen. Kann ich hier irgendwie raus? Hier geht's nicht lang. Ne. Sieht nicht so aus. Aber hier geht's irgendwie längs. Hier. Da brauche ich mal den Alan Grant, den lieben, die Hauptperson, würde ich sie zumindest so betiteln. Und ich bin wieder der Dino. Der T-Rex. Hat der mir gerade auf Schnauze gehauen? Jetzt gibt's aufs Maul. Aber heftig.
Jetzt siehst du mal, was es heißt, sich mit einem größeren Dino anzulegen. Kann ich dich auch hauen hier? Stirb, Kartoffel! So, scheinbar nicht. Scheinbar heute nicht. Ich bin Lex Murphy wieder. Du sollst nicht die andere mit deinem Baseball bewerfen. Und genau das. Gut. Finaler Angriff. Hol den von deinem Rücken runter. Steck dir mir hier einfach hinten drauf. Sieht da so wunderschön, was ich mache. Die Steuerung. Der hat dem nochmal ordentlich den Hintern versohlt. Und das sieht doch so schon glatt danach aus, als ob das Ende des ersten Teils wäre. Und ich bin im Recht. Da kommt der Abspann des ersten Teils. Lego Jurassic Park Nummer 1 ist abgeschlossen. Ich werde das mal als Collection, als Let's Play-Reihe machen, weil es sind, glaube ich, erst so 4-5 Parts. Macht keinen Sinn, eine Playlist jetzt abzuschließen. Ich werde das unter der Jurassic World Collection in die Playlist packen. Weil es ist doch viel mehr eine Collection, weil 5 Parts für ein Let's Play macht keinen Sinn. Also, ja, man sieht sich also. Also, sage ich meinen üblichen Text. Ja, gebt diesem Video ein Däumchen nach oben, sollte es euch fürstlichstens gefallen haben. Abonniert meinen Channel, falls ihr neu auf meiner Kanalseite seid und ja kein weiteres Video mehr vom Zwergenfürst verpassen wollt. Und wenn ihr auch keinen weiteren Part mehr von Lego Jurassic Park, dann im nächsten Part nehme ich den zweiten Modus, also die zweiten Teil von der vierteiligen Jurassic Park Jurassic World Edition verpassen wollt, ja, teilt dieses Video und diese Playlist und gern auch andere Videos auf allen sozialen Netzwerken, die euch nur irgendwie bekannt sein sollten. Zeigt das Video eurem Meerschweinchen, zeigt das Video eurem Hund, zeigt das Video eurem Opa, zeigt das Video eurer Oma. Ihr wisst Bescheid, eure Schwester auch gerne. Verbreitet die Kunde. Oder so ähnlich. Ja, würde ich mal sagen. Habe ich noch was vergessen? Nö. Also, habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Schreibt Abspann in die Kommentare, wenn ihr wirklich Spaß daran habt, mir zuzuhören und bis zu diesem Zeitpunkt den Abspann verfolgt habt. Daran sehe ich, wie treu ihr meinen Let's Play seid. Ja, also habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Genießt noch das bisschen Abspann, was da noch kommt oder nicht.
Ich werde es noch aufnehmen. Wird aber auch gleich zu Ende sein. Ja, gehabt euch wohl. Ich liebe den Soundtrack so sehr, ich hoffe, Gamer streicht es mir nicht weg. Ich hoffe, ich darf dieses Video behalten. Deshalb sing ich auch hier im Hintergrund, in der Hoffnung, dass Gamer da irgendwie was findet. Es ist ein Game-Soundtrack, ich kann nichts dafür, dass der Game das so drin hat. Ich weiß nicht, wie das sich verhält mit den Copyrights. Bitte streicht es mir nicht. Bitte, bitte, seid nett. Ich kann nicht singen. Wäre wirklich schade ums Let's Play. Habt Rücksicht. Die Credits sind doch bald vorbei. Ich wette, hier guckt sowieso keiner mehr zu. Weil die Leute bei 10 Minuten irgendwo in der Nähe ausgeschaltet haben. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt mit reingeschnitten hab. Vielleicht hab ich auch den ganzen Abspann rausgelassen. Weiß nicht. Sag es mir Zukunfts-Ich. Vielleicht hab ich das geskippt. Da ist der Spann vorbei. Bonus-Level freigeschaltet. Flucht vor dem T-Rex? Haben wir das nicht schon gespielt? Okay, vermutlich spiele ich dann da drin einen Dino. Ja, das spielen wir dann im freien Spiel, würde ich sagen.